Leiwand ist fesch, Leiwand ist lässig, Leiwand ist anders. Wir haben heute den Spatenstich für unser Wohnbauprojekt hier am Nordbahnviertel. Das Leiwand ist ein Wohnhochhaus mit einer Gebäudehöhe von 66 Metern. Wir errichten 196 frei finanzierte Wohnungen. 21 oberirdischen Geschossen. Im Erdgeschoss dazu eine Gewerbefläche. Und es hat auch einige Alleinstellungsmerkmale. Also wir haben eine sehr hohe Ausstattung, wir haben technische Innovationen drinnen, die man in der Form noch nicht so kennt. Wir bieten dem Kunden eine Breite an Gemeinschaftseinrichtungen, die keine Wünsche eigentlich offen lässt. Vom Homeoffice-Bereich über Gemeinschaftsaußenflächen zu einem Wellness-Bereich. Wir haben anmietbare Gemeinschaftswohnungen, die man über Nacht anmieten kann. Also eine Breite an Möglichkeiten für den Bewohner. Die Vorbereitungszeit dauert mittlerweile schon über ein Jahr und das war sehr, sehr umfassend, also vom Architektur-Pitch bis hin zur Auswahl der richtigen Werbeagentur. Leiwand leitet sich ab von der Leihstraße, die hier um die Ecke ist, wo das Projekt ja auch draufsteht, nämlich mit LEY geschrieben. Wir entwickeln im Wettbewerb ein Projekt für eine Gegend, die es noch nicht gibt. Und für eine Umgebung und für ein Quartier schaffen wir ein Gebäude, das Identität stiftet und wo man gerne sich aufhält, im Gebäude und in der Umgebung. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Einfach diese Kombination hat von Urban und aber diesen absoluten freien Blick in die freie Mitte. Also sehr, sehr besonders, abgesehen von der Architektur. In der freien Mitte entsteht der größte innerstädtische Freiraum in Wien seit Jahrzehnten. Es ist die öffentliche Anbindung ins Stadtzentrum genial und man ist aber trotzdem ein bisschen auch abseits vom urbanen Leben im Grünen. Wir haben vor, dass wir das Bauwerk innerhalb von ca. 30 Monaten fertiggestellt bekommen. Das Baugeschäft ist grundsätzlich ein Personengeschäft und das Wichtige ist, dass man die Prozesse gemeinsam kennt und man weiß, was man von anderen erwarten kann und der andere weiß, was er von uns erwarten kann. Wir bauen hier die Stadt der Zukunft. Wir haben versucht, mit dieser Marke einfach ein bisschen einen Landmark zu setzen. Und ich freue mich, wenn wir in 2 Jahren circa hier sein werden und dann die Fertigstellung dieses Projekts bewundern können. Vielen Dank für das Interview.